Moin, da bin ich wieder, heute mit der Pinkbox März. Ja, ich drehe dieses Video jetzt schon zum dritten Mal oder so, weil die Kamera das nicht auf die Speicherkarte gebracht hat, so wie ich das wollte. Und jetzt probieren wir mal Glück, ob es jetzt funktioniert. So, fangen wir mal an, und zwar mit der Zeitschrift diesen Monat. Es ist die Couch. Ja, ist so eine Einrichtungszeitschrift, nichts für mich. Kann ja nicht einem alles gefallen, ne? Ne. Egal, jetzt kommen wir mal zu den interessanten Produkten. Und zwar ist das von L'Oréal Paris Hair Expertise. Brillantfarbe, Ever Pure Spülung für Feuchtigkeit. Ja, ist eine Originalgröße. Sind 52 ml für 6,99 Euro. Ich habe da schon mal dran geschnuppert. Und wenn mich meine Nase nicht täuscht, es riecht, ja, es riecht minzig, aber es riecht auch sehr nach Mann, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Egal, solange es gut ist und hilft und wirkt, soll mir das egal sein, dann rieche ich halt auf dem Dötz nach Mann. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, bin mal gespannt. So, das nächste Produkt ist einmal von Betty Barclay Sheer Delight. Das ist eine Sondergröße. So, kleines Pröbchen. Die Originalgröße sind 20 ml. Für 21,75 Euro. Ja, ich habe auf der Pinkbox-Seite schon gelesen, wo ist meine, warum kriege ich nur eine Duft, so ein kleines Fläschchen, das sollen auch 20 ml sein. Nein, liebe Leute, da steht ja auch Sondergröße hinter. Also, das ist die Sondergröße, das hat wohl schon Hand und Fuß. Ja, ich habe da auch schon mal mit rumgesprüht und ich finde, das riecht wirklich lecker. Also anfangs ist das sehr frisch und jetzt ist das eher so ein bisschen cremig oder so, also wie Creme, aber es riecht sehr angenehm. Mache ich wohl leiden. So, dann kommen wir zu dem nächsten Produkt. Das ist auch wieder eine Sondergröße. Ich weiß nicht, was die Pinkbox diesen Monat mit ihren Sondergrößen hat. Und zwar Far Fresh and Dry grüner Tee Deo Spray. Die normale Größe sind 150 ml für 1,59 Euro. Habe ich auch schon mit rumgesprüht und ja, ist frisch und ich finde im Abgang riecht es ein bisschen nach Klostein. Aber gut, egal. So, und dann dabei war dann noch Far Magic Oil mit pinkem Jasmin. Ist auch leider, ich muss es nochmal betonen, leider. Nur eine Probe, nur eine Sondergröße. Warum leider? Hoppala. Das, was ich riechen kann, riecht unglaublich. Oh, da bin ich schon ganz gespannt drauf, damit zu duschen. Also der erste Eindruck ist super gut. So, die normale Größe dieses Duschgels beträgt normalerweise 250 ml und kommt auf 1,75 Euro. Also, wenn es gut ist, werde ich mir das nachkaufen. Und wenn der Duft sich so hält, ja, auf jeden Fall. Es riecht super. So, dann kommen wir zum Schlüssellochprodukt, wo alle schon so ein bisschen genölt haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch nicht so begeistert, weil Nagelsticker, weiß ich nicht. Ich bin kein Nagelsticker-Fan und ich denke mal, der Schnitt, der Altersdurchschnitt der Box ist so, naja, sagen wir mal so über 16, ne? Auf jeden Fall. Da klebt man sich ja meistens nicht mehr sowas unbedingt. Ich will das jetzt auch nicht unbedingt vorgreifen. Vielleicht gibt es viele, die das gerne mögen. Ich mag es jedenfalls nicht. Okay. So, ist eine Originalgröße. Und kostet 1,79 Euro. Naja, ich kann es ja mal testen. Mal sehen. So, aber worüber ich mich sehr gefreut habe, ist von Essence Show Your Feet ein Nagellack. Der ist extra entwickelt worden für die Pediküre, sag ich mal. Also für die Füße. Jetzt sieht er noch ein bisschen dunkel, glaube ich, aus in der Kamera. Aber der ist doch ein Ticken heller. Und das Witzige ist, ich war gestern mit meiner lieben Freundin. Namen nenne ich jetzt mal nicht, aber sie weiß ja, wer gemeint ist. War ich gestern beim Rossmann und habe ihr noch gezeigt, dass die Nagellacke so toll sind und dass ich die so gut finde und dass die so bombig halten. Und da fiel mir der auch ins Auge und habe mir gedacht, nimmst du mit, nimmst du nicht mit. Nein, ich habe ihn stehen gelassen, aber es war auch eine weise Entscheidung, weil das Schicksal hat uns heute zusammengeführt. Ja, ich freue mich. Sehr schön, ist auch eine Originalgröße und kostet 1,99 Euro. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt.
Das ist L'Oreal Evital Color Glanz Farbveredelungsfluid. Das ist auch eine Originalgröße. Das ist so ein Pumpding. Das sind 200 Milliliter für 5,99 Euro. So, und das ist, ich habe das mal jetzt genau nachgelesen, das ist halt eine Kur zum Ausspülen. Man kennt das ja von den normalen Sprühkuren, die kannst du nach dem Waschen ins nasse Haar geben und dann bleiben die da, brauchst du nicht nochmal ausspülen. Und die musst du aber ausspülen anschließend. Jo, mal gucken, wie das so ist. Werde ich mal ausprobieren. Jo, das war meine Pinkbox für diesen Monat. Das war's. Finde ich, also irgendwie war die seltsam. Ich finde sie trotzdem gut. Aber gleich zwei Produkte für die Haare, eine Spülung, eine Kur, weiß ich nicht. Und dann halt diese ganzen Lippendinger. Also mir gefällt das schon ganz gut, aber so eine Original. Da hätten sie das Fahr weglassen können, finde ich, und dafür halt davon eine große Puddel reinlegen können. Das finde ich irgendwie besser. Aber gut, egal. So, was sagt ihr? Was meint ihr? Wie hat euch die Pinkbox gefallen? Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare reinschreiben? Ich bin sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen oben da lassen oder wenn nicht, einen Daumen unten. So. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Mittag oder morgen, wann ihr auch immer das Video sehen mögt. Alles Liebe, bleibt gesund, packt euch warm ein. Die Erkältung geht ja noch immer tüchtig rum, wie man ja hören kann. Ich wünsche euch alles Liebe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!